Magic erklärt sich selbst. Joey. Meine Verehrung und herzlich willkommen. Wir gehen ein bisschen tiefer ein in die Materie. Wie kann man auf so einem Wohnbalkon glücklich werden? Das wollten wir testen und deswegen haben wir einen Prototypen in Simmering an der Hauswand dran gepappt. Ja? Und jetzt haben wir noch überlegt, jetzt brauchen wir wen, der möglichst unglücklich ist, damit wir beweisen können, da oben wirst du glücklich. Und wir haben nicht lang suchen müssen, so einen typischen Grantler haben wir schnell gefunden. Wir haben ihm gesagt, hörst, wie schaut's aus? Geld hast du eh keins, Wohnung auch keine. Wir haben die Lösung. Gratis wohnen am Balkon. Er war gleich dabei. Wir haben sogar eine Psychologin engagiert, die getestet hat, ob er eh gescheit depressiv ist, wie es es gehört. War er in allen Punkten, 50 Depressionen von allen Sorten, hat er ordentlich was drauf gehabt. Und wir haben ihn wohnen lassen und mal geschaut, was passiert. Und nach 3 Wochen ruft mich diese Psychologin an und sagt, Herr Machacek, das gibt's ja nicht, der Typ ist glücklich, der sprengt jede Glücksskala, die sie zur Verfügung hat. Schauen Sie sich das an. Ja, und wir sind hingegangen und haben uns das angeschaut und da aufgeschaut am Balkon. Und tatsächlich, da thront er. Und wir haben gewusst, warum er so glücklich ist. Wer ist nicht mehr der Dodel, den keiner leiden kann, sondern er ist auf einmal was. Er ist der Baron vom Balkon. So schaut's aus. Glücklich wohnen am Balkon ist möglich. Anmeldungen für Wohnbalkone werden ab sofort entgegengenommen auf www.dermachercheck.at.